Hallo, ihr Lieben. Da ist wieder eure Ida vom Schwabeländli. Heute bin ich in Sigmaringen. Und heute kommt die Schwaben Komödie in der Stadthalle. Und jetzt hat sie auch schon ein paar Leute da. Jetzt schwenke ich bloß mal kurz rüber. Wenn jetzt da hin ist, die Hilu Herztropfe mit, genau. Und ich bin Franz, genau. Der Franz, genau. Und dann haben wir noch den Markus Zipperle dabei. Jawohl, bin ich. Den darf ich auch noch ein bisschen interviewen. Ja, die erste Frage, wie lange seid ihr schon auf der Bühne? Bei uns zusammen war jetzt nächstes Jahr 20 Jahre. 20 Jahre? Ja, genau. Also ich bin seit 30 Jahren auf der Bühne. Seit 30 Jahren? Genau. Ah, okay. Und was machst du gegen Lampenfieber? Also Lampenfieber. Ehrliche Antwort gegen Lampenfieber? Ja. Ich habe keine Lampenfieber mehr. Deswegen, wenn noch, tut man halt ein bisschen etwas trinken vorher. Das macht immer locker. Aber ein Schnäpschen. Ein Schnäpschen? Genau. Und was? Ich gehe zweimal aufs Klo. Zweimal aufs Klo? Was machst und du? Ich trinke auch etwas. Zuerst trinke ich Radler und dann trinke ich Wasser. Weil vom Radler da kribbelt es mir noch in der Nase und das geht nicht. Dann trinke ich kurz vorher noch Wasser und dann ist ganz gut. Aha, alles klar. Und jetzt noch die letzte Frage. Was war euer schönster Auftritt? Wo und wo? Wo? Also meine war in Ulm. Und es war bei lauter Behinderte und die hat sich unheimlich gefreut, dass wir Witzler gemacht haben. Aha, und dein roter Bulldog hast du heute dabei? Den habe ich heute dabei, weil bei Sigmaringen wäre es zweit. Und woher seid ihr? Halt ich auch. Wir kommen aus Justingen. Justingen, das ist auf der Alp, genau. Auf der Alp, das habe ich auch oben schon gelesen. Ganz näher am Himmel. Darum sind wir zwei auch so schön geworden. Gut. Und du, Markus, woher bist du und was war dein schönster Auftritt? Aus Wäscherbeieren, da müssen wir auch Leute wohnen, deswegen wohne ich da in Wäscherbeieren. Und mein schönster Auftritt war tatsächlich mit der Schwabenkomödie. Und zwar in Reitlingen war das in der Stadthalle. Und da haben wir eine Kulisse gehabt von 1300 Leuten damals. Und das war brutal damals, von der Gewalt her, was da auf dich einstrahlt, von unten, vom Publikum. Ich soll mir das schön vorstellen, Lena Schuldoni kommt von Justingen. Bis zum
nicht, was meine Liebe bedeutet. Ich habe meinen Bulldog, ich habe einen Hund mit Rot, der macht seinen Vater so. Hat jetzt für mich auch wieder. Bulldog, hey Mann, lau drauf, da hat es halt. Gott sei Dank. Was schon kommt, der wird hier mit den Grünen von der. Gott sei Dank, was hält euch mit dem Roten. Gut, da haben wir recht, da für mich steht, der hat aber Geld. Also, mein Mann hat Vater so, kannst du vorne einen Frontlager mal machen. Du musst halt hinten einen Lichtstuhl machen. Weißt du, wegen Stoß. Also, wenn ich fahre, kommst du einen Stuhl. Also, den haben wir also mit meinem Frontlager einen Mischkett fahren. Und mein Mann ist aufgeladen. Da habe ich im Frontlager einen voller Mischkett mit zwei Viertel. Nein, in den Küche kannst du nicht denken. Da hast du eine Granate so eine Reihe. Ich weiß, was wenn du in den Stall rein, da ist warm, da dauert rauf. Aber ich habe natürlich nicht bedacht, dass mein Stalltier genauso breit war wie mein Grundlager schon. Und jetzt sind ja die zwei Füße hoch. Ui, ich habe es ja zweimal erlaubt. Vor Corona waren wir dort unterwegs. Jetzt sind ziemlich viele von meinen Kollegen, so auch ich, in einen normalen Job zurückgekehrt. Wir arbeiten also immer richtig. Sind dann 8 Stunden im Büro und haben dann abends zu dir Auftritt. Und da bist du dann nicht so locker wie vorher. Ja, da ist schon Druck, wenn du weißt, okay, Redakt, hier in der Stadthalle, Siebmarin, Leitungen da. Du musst die Leute zum Lachen bringen, die werden lachen, du wollen unterhalten werden. Das ist ein Druck. Also wenn du dann kommst, gehst du in die Apotheke, holst du dir das, was dir beruhigt. Jetzt hat die mir so Baldrian-Zäpfle gemacht. Baldrian-Zäpfle? Und du so den Bronzen des. Du da lutschst du halber Stund rein. Hau ja jetzt nur Baldrian von die Kaffee. Wir wollen da raus, dass der Apotheker in einer Kumpel von mir drauf, von Rüdiger. Wenn ich regel nämlich sehr, gell? Hat er gesagt, Mensch, Rüdiger, hallo, sag du, wie geht's denn? Sag doch, ach. Mir geht es nicht gut. Da bin ich so weit los, ich dachte, ach, ich habe einen Sprachfehler. Nein, nein, das ist kein Sprachfehler, das ist ein Feinfehler, was du da hast. Ist das anstrengend? Dann bin ich schon gestorben. Mir hat gesagt, nein, nein, kann das sein. Kriegt sonst keiner. Muss keine Angst haben. Ich sage, ich war nicht brutal. Wenn du kriegst und die Mittags, du fängst auf dem letzten Loch. Sag ich mal so, Vorschlag von mir. Jetzt kommst du da runter, Klinik am Eichert, Göppinger, siehst du einen Gruß von mir, vom Zimmerle, sondern sich ein Dreckmacher ambulant. Sag ich doch mal, ist das Magie? Sag ich, freilich, Gruß von mir und das läuft. Sag ich doch, super, danke, bitte, tschüss, tschüss. Der geht dann ins Krankenhaus und der hat Notschwester. Das ist so eine Schwester, die nur zur Not als Schwester und immer nur Schwester. Hätte das Gott, ich bin der Rüdiger. Zimmerle schickt mich, sondern mein Sprachfehler wegmachen. Sagt die Schwester, hat sie überhaupt einen Termin? Sagt er neu, aber ich komme mal vorbei. Sagt sie gut, dann kommen wir auch noch einen Doktor, was sie gesagt hat. Dann sind wir auf in der zweiten Stock. Kommen sie noch auf den 3 Stühlen an. Und dann warten sie, bis sie da sind. Sagt er, zweiter Stock. Zweiter Stock. Fahrt wieder 3 Stühlen. Fahrt wieder 3 Stühlen. Ich dachte, super, danke. Bitte. Danke. Er kommt auf, hat sich nach, da wird sie dran. Kommt der Doktor, der nächste bitte. Ich dachte, ja, ihn. Wer sind? Ja, ihn. Sind Sie Privatpatient? Oder Kassenpatient? Ich dachte, ja, ich bin Kassenpatient. Hab aber ein bisschen Geld dabei. Der Doktor, ja super, kommen Sie mal rein. Mal gucken, was wir da machen können. Ich habe eine kleine Schmerz, da wurde ich gleich noch an der Tür. Was, die Schwester? Herr Doktor, ja, brauchen Sie die Papiere? Was für Papiere? Na, die von Rüdiger. Wer ist das? Na, ihn. Wer ist sie? Ja, ihn. Geben Sie mal.
Bitte, danke. Ade, 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 ade. Tschüss. Bis zum nächsten Mal, eure Ida vom Schwabeländli.